Abraham und Lot trennen sich. Zweiter Teil der Geschichte von Abraham. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abraham lebte im heutigen Israel als Viehzüchter. Die Menschen lebten damals zusammen in Zelten. Abraham wurde immer reicher, weil Gott sich um ihn kümmerte. Er und sein Neffe Lot hatten bald so viele Tiere, dass das Land, auf dem sie fressen konnten, nicht mehr ausreichte. Die Hirten von Abraham und Lot stritten sich um die besten Plätze. Da ging Lot zu Abraham und erzählte ihm davon. Dieser schlug vor, dass sie sich trennen. Wenn du nach Westen gehst, gehe ich nach Osten. Wenn du nach Norden gehst, gehe ich nach Süden, sagte er zu Lot. Abraham überließ Lot die Entscheidung. Dieser entschied sich für das Tal, in dem der Jordan fließt, weil es dort fruchtbar war und es dort einige Städte gab. Abraham ging in das Gebiet namens Kanaan.